Christoph Gleisen, ein externer Verkehrs- und Städteplaner, soll jetzt die Machbarkeit und die Auswirkungen von einer Petition beurteilen. Was heisst jetzt das konkret? Das heisst konkret, dass die Vorgaben mit dem Taktfahrplan müssen eingehalten werden. Das heisst konkret, heute mal schauen, ist es möglich, aber heute mit diesen Ortsbussen, mit dem ÖV allgemein, uns ist im Stadtzentrum draus zu kommen. Seid ihr zufrieden mit dem, was der Stadtrat jetzt vorschlägt? Ja, wir sind zufrieden. Also erstens mal geht es sehr speditiv vorwärts und man muss natürlich dem Verkehrsplanungsbüro, das das macht, dort natürlich jetzt eine gewisse Zeit lassen. Und dort werden wir mal schauen, was da rauskommt. Eigentlich war ja die Stadtgemeinde eher negativ auf die Petition eingestellt gewesen. Warum hat sich jetzt ihre Meinung geändert? Ich glaube nicht, dass sie so negativ eingestellt waren. Es hat es ja gezeigt mit 2000 Stimmen oder fast 2000 Unterschriften, dass das der Wille vom Volk ist. Auf der einen Seite. Und man sieht jetzt natürlich auch anhand von den Vorgaben, die die Stadtgemeinde gemacht hat, es ist nicht ganz eigennützig. Man hat auch den Knotenpunkt neues Spital mit einbezogen. Das heisst, man will den Stau verhindern, sobald das der Spital fertig ist? Ja, man muss sich vorstellen, mit so vielen neuen Angestellten und so vielen Verkehrsaufkommen, wie dann da im neuen Spital kommen, ist das sicher ein Kriterium, das die Verkehrsplaner müssen mit einbeziehen im ÖV. Wie sieht jetzt der Zeitrahmen aus? Also man muss jetzt natürlich dem Planungsbüro ein bisschen Zeit lassen, aber ich glaube, die werden das speditiv durchziehen. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Monaten weiterkommen und dann sehen, was Ski uns vorlegen können.